Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze hier vor den zwei Räumen, die ich in diesem Video einmal komplett sauber gemacht habe. Und zwar nicht nur dieses normale tägliche Staubsaugen oder Staubwischen oder so, sondern wirklich mal ein Deep Clean, wenn man das so nennen kann, nennen möchte. Das ist das erste Video von einer kleinen Videoreihe, wenn man es so nennen will, in der ich die ganze Wohnung einmal komplett sauber machen werde. Als nächstes sind Küche und Arbeitszimmer dran und dann gibt es noch einen Teil für den Wohn-, Schlaf-, Ess- und Flurbereich, weil das ist dann ja ein riesiger Raum. Genau, es ist eine Videoreihe, aber ich denke nicht, dass die Videos dann so in einer Reihenfolge, also praktisch direkt alle nacheinander online kommen. Aber wie gesagt, das ist Teil 1 von 3, wenn man es so nennen will. Und genau, wenn ihr Interesse an den anderen Teilen habt, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann seht ihr demnächst, wenn die anderen Videos noch online kommen. Genau, viel Spaß mit dem Video und lasst euch inspirieren. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe, sauber zu machen, was vielleicht zu so einem Deep Clean dazugehört. Und nicht wundern, ich habe am Anfang eine andere Hose an als am Ende. Ich habe mich nämlich zwischendrin mit Putzmittel überschüttet und das war dann nicht mehr ganz so angenehm.
Sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid motiviert, selbst einen Frühjahrsherbst, was auch immer, Putz zu starten, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ich was vergessen habe, sauber zu machen, ob irgendwas anderes machen kann. Genau, und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr die anderen beiden Folgen dieses dreiteiligen Deep Clean meiner ganzen Wohnung nicht verpassen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Video.